Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play Inazuma 11 Go, Chronos Transdonner Knall im wunderschönen Kyoto. Wir müssen jetzt Infos zum Sitz der Shinsengumi sammeln, was für ein Wort, und noch ein paar Infos über Okita Sochi, den müssen wir auch noch finden. Aber erst einmal lesen wir mal ein bisschen was hier. Ist das so viel? Obwohl, geht eigentlich. So, was haben wir denn neues? Der Club Infosfred. Ich weiß nicht, gerade so ultra spannend, aber ist doch manchmal ganz witzig. Hättest du das auch schütten sollen? Ah, wegen dem Päckchen, genau. Grüß William von mir. Machen wir. Und wir passen auch gut auf, damit dem Geschenk nichts passiert. Irgendwie ist es ja ganz schön leicht. Was mag da wohl drin sein? Schüttel mal! Nein, Arian, bloß nicht. Es ist sehr empfindlich. Also war es eine Anime-Figur? Tja, die sind schon sicher ziemlich zerbrechlich. Hashtag, wer kauft sowas? Jeepe, wenn es von dir eine geile Figur gibt, würde ich die sofort kaufen. Aber es gibt leider relativ wenige. Also es gibt schon ein paar, die sind entweder ziemlich klein oder ziemlich teuer. Oder es gibt einfach keine. Hättest es doch schütteln sollen. Hahaha. Wo die wohl her ist? Im Internet gibt es bestimmt haufenweise Leute, die dafür viel Geld bezahlen würden. Ist geheim. Schreibt einfach hier, wenn ihr mehr wisst. Und wenn es so um Okita Sochi geht, dann würde ich jedes winzige Detail, klar? Hashtag beste Samurai, Hashtag Hot Body. So siehst du auch aus. Verwunderwandler. Ach, seid doch ruhig. Ach man, seid nicht so gemein, sonst stecken wir euch auch nochmal in so ein Kleid. Das haben wir schon. Wie ungeschickt. Ach, seid euch ruhig. Du möchtest doch auch nicht, dass man dich beschimpft, wenn du stolperst. Kyoto in der Edo-Zeit. Das heißt sicher Kimonos. Wie in einem Samurai-Film. Haben wir nicht dieselben Sachen vor 300 Jahren in Nobunagas Zeit angehabt? Stimmt, exakt die gleichen, sag ich doch. Vielleicht sind die ja jetzt gerade wieder schick. Genau. Und außerdem kostet alles Geld. Also hört auf zu quengeln. Ah, da ist wohl der Hund begraben. Einfach mal ein bisschen den Sparbär auspacken. Aber ich könnte ihn doch ein Autogramm von Sugelia mitnehmen, oder? Das haben wir schon. Also ein Mantel der Shinsengumi hätte ich ja schon mal gern gesehen. Ich stelle doch einen von ihnen im Kampfe und besorge ihn seinen Mantel verhüllt. Hashtag mache ich glatt. Jade, auf keinen Fall. Ja, wenn sie denn ein Souvenir will. Hey Leute, also hier gibt es ein Geschäft, das macht ganz tollen Reiskuchen. Hashtag Miam. Goldie, das ist dir jetzt völlig egal. Was ist denn mit Okita? Aber Reiskuchen. Wenn wir die vielleicht später probieren. Reiskuchen, jetzt! Ah. Okay. Ah, doch noch so viel. Willkommen, Spotty. Habe ich was verpasst? Was habe ich verpasst? Sag mal, sag, wenn ich irgendwas helfen kann. Nichts helfen. Wartet einfach ab, ihr alle. Ich verziere dann die... Ihr wischt dann was. Wie abgemacht, klar? Super, Jade. Was immer das auch ist. Kann ich mitmachen? Aber Wunderbär. Will da jemand die Mädels beim Vorbereiten ausspionieren? Hihi. Spionieren? Eine Frechheit. Das nennt man Kavalier sein. Herr Fay. Ich glaube, die Mädchen schaffen das auch alleine. Neue Stempel? Stempel? So kleine Bildchen, die man dann in der Konversation posten kann. Das kenne ich schon. Also ganz oben. Ich will nicht wieder alles vorlesen. So, den habe ich schon gesehen. Ach, wie süß. Spot, das ist das Süßeste. Du kannst echt super malen, Rosie. Dann macht dir keiner was nach. Und es ist wirklich genauso wie Spotter. Es ist dann so nett von dir, dass du die ganzen Stempel für uns magst. Ach, das mache ich doch gerne. Und es macht mir auch ganz viel Spaß. Hier ist was für festliche Anlässe. Ah, schön. Hey, das ist doch Soul. Wisst ihr noch? Ah, interessant, genau. Wir haben ja hier Beilung
Und bei der Feuerwall-Version hätten wir jetzt Sol Daystar gehabt, den wir auch bei Schatten gehabt haben. Das heißt, dass ich hier theoretisch dann bei der Flammenwall-Version hier einen Sticker von Bailong hätte. Das wäre schon cool. Jemand hat mir gefragt, ob ich Sol malen könnte. Und ich habe mir gedacht, ich zeige es ihnen einfach. Ich zeige ihnen auch einfach. Handdruck gesucht. Der Gilbert, ich weiß von nichts. Wem waren denn jetzt die Schlüssel? Das war meine. Sieht man auch an den Elefanten als Schlüsselanhänger. Meine hatte ich die ganze Zeit in der Hosentasche. Ich meine hinten im Ranzen. Aber die waren ganz tief unten gerutscht. Das ist schon doof, wenn man plötzlich nicht mehr die Haustüre absperren kann. Ich bin froh, dass du nicht das Fenster klettern musstest. Leckere Sachen. Wanchang hat alles leer gekauft. Erkläre es im Angebot, wenn man drei Stück kauft, gibt es einen gratis, genau. Wanchang hat gerade. Ist auch schon so ewig lang her. Sind welche mit Zitronenkern dabei? Warte, aber ich schau mal. Oh, der ist mit Bananengeschmack. Und ist auch Bananengelb. Hä? Eine Tee mit Bananengeschmack? Entschuldige. Das war bloß eine Banane. Aber hier ist einer mit Zartbitterschokolade. Der ist für dich, Ricardo. Danke, Rosie. Woher wusstest du denn, dass ich dunkle Schokolade am liebsten esse? Bestimmt, weil du von uns immer als erster schwarz siehst. Hehe. Ach, übrigens. Wunderbär. Kann ich dich was fragen? Aber immer, aber gerne. Darf man bei Zeitreisen eigentlich ihn erlinken? Was, wenn man seine Epoche verpasst? Huiuiui. Ja, da hast du recht. Ich sollte mir besser die Augen auf den Zeitfluss halten. Ach so, jetzt check ich das Ganze. Praktisch wie beim Autofahren mit SMS schreiben, wenn man beim Zeitreisen ihn erlinkt. Okay, jetzt haben wir alles durch, sehr schön. Jetzt sind wir da auch up to date. Und 10 Minuten später sind wir immer noch am gleichen Platz. Hashtag, da geht's mal Fortschritt. Hier ist erstmal eine Küste. Technikanleitung Dunstwirbel. Ah, es hat Gabi schon drauf, das brauche ich nicht. Hallo? Verzeihung, aber ihr guten Kinder könnt mir nicht zufällig helfen, oder? Ich suche eine Geisha-Wärterin. Sie heißt Mame Sozu. Habt ihr es nicht zufällig gesehen? Ich mache mir ein wenig Sorgen. Sie wirkt manchmal so abwesend und verläuft sich sonst wohin. Gesehen habe ich es schon. Was habe ich? Holla, was ist das denn? Kann ich hier durch? Ich weiß nicht so recht, was ich von der Shinsengumi halten soll, die neuerdings die Straßen patrouilliert. Das sind doch Ronin. Herrenlose Samurai als Polizisten. Genau. Und ich glaube, ich habe ganz, ganz, ganz am Anfang die Shinsengumi mit den Ronin ein bisschen verwechselt. Mit den, ich sag mal, Bürgerwehr, würde ich eher die Ronin gemeint haben. Sorry. Alles ein bisschen krass kompliziert hier. Das gibt mir kein gutes Gefühl. Ihr solltet keine Fragen zu der Shinsengumi stellen. Und schon gar nicht auf offener Straße. Tut einfach so, als wäre sie nicht da. Das sind ganz schön gefährliche Typen. Und ihr seid noch Kinder. Passt bloß auf. Naja, das gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Und kann ich jetzt durch? Eine seltsame Kraft geht von diesem Parallelstein aus. Oh. Ja, ich guck mal. Wird schon nichts schief gehen. Aus dem Parallelstein dringt eine Stimme. Sie kommt irgendwie bekannt vor. Ihr lasst mal hören. Du willst, dass ich dir mein Torjubel zeige? Na gut. Aber pass auf, ich mache das nämlich nur einmal. Wow! Peng, Peng erhalten! Wow, cool! Okay, ich habe vor ein paar Parts mal gefragt, wie ich die ganzen Torjubel hinkriege. Also, ihr braucht es nicht mehr schreiben. Oder gut, das habt ihr wahrscheinlich schon geschrieben vor ein paar Tagen. Jetzt weiß ich es. Das ist ja krass. Peng, Peng. So.
So geht das. Aha. Okay, das heißt, ich brauche alle Parallelsteine. So, bei Klänge ist jetzt bei cool. Also habe ich hier zwei coole. Okay, das heißt, dass ich jetzt Victor. Das wollte ich jetzt nicht. Oder wie ist das jetzt? Wenn ich jetzt Victor, Art Torjubel, cool. Macht jetzt das erste cool oder das zweite cool? Ich kann ein bisschen. Jetzt habe ich ja Finger drin, Peng Peng als cool. Egal. Vielleicht abwechselnd oder so. Mal gucken. Ah, das ist ja wirklich interessant. Cool. Ist ja geil. Turboaffen geil. So heißt man aufladen. Alle Top Fits, super. Das freut mir. So, Hallöchen. Sind die Schienbein-Gummis böse Männer? Mein Vater hat es gesagt, die wären böse. Aber jetzt mag ich sie plötzlich doch. Das kapiere ich nicht. Die Schienbein-Gummis. Hey, schaut mal. Die zwei Männer davon. Die Kerle kenne ich. Die sind von der Shinsengumi. Ja, eindeutig. Ich habe Informationen zum Aufenthaltsort von Sakamoto. Jemand hat ihn gerade vor kurzem gesehen. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Wir müssen ins Hauptquartier und dem Hauptmann Bericht erstatten. Ist okay, schnell. Hauptquartier? Den folgen wir. Erstmal will ich mich umgucken. Jetzt schon ein bisschen die Base, kann ich hier nicht durch, schade. Hallo? Gerüchteweise hält sich ein legendärer Schwertkämpfer in der Stadt auf. Man sagt, er bewegt sich schneller als das Licht und schlägt zu, bevor man ihn überhaupt sehen kann. Ganz schön furchteinflößend. Aber auch irgendwie toll. Ich wünschte, ich wäre es. So ein guter Schwertkämpfer wie er. Kamei! Gyai! Ha! Wie ein echter Meister. Legendäre Kämpfer erhalten. Es wäre so cool, wenn sie irgendwas eine Anspielung auf Lorna Zoro geben würde. Das wäre so cool. Und vielleicht auf jemanden, der sieben Schwertkämpfer der Samurai von Naruto. Oh, ein Hund! Wuff, wuff! Wuff, wuff! Eindringlinge! Eindringlinge! Ha! Niemand hört dich. Wen hast du? Die Kendo-Könner. Kinetsuki Taichi. Er ist so gespannt, dass er sich oft gute Gelegenheiten entgehen lässt. Und wieder ein Torwart. Dachte mir schon fast, hört sich ziemlich cool an. Was habe ich nur für ein Faible für Torwerte? Adora Shivas liebt Geistergeschichten und Gruselfilme, aber fürchtet sich nie. Tentakel Otto Lecke hat Angst vor weiten Räumen und verkriecht sich lieber in einer Ecke. Douglas Fischer, ein wahrer Gourmet auf den Genuss exotischer Delikatessen spezialisiert. Pyronia, Fleischesser, dessen Gaumen noch nie mit Gemüse in Kontakt kam. Da wird es aber ein bisschen fetter. Okay, da gibt es noch einen Spezialisten, wenn wir hier fertig sind. Ich glaube, ihr Kinder habt doch noch nie von der leuchtenden Buddha-Statue gehört. Die soll es irgendwo in unserem schönen Land geben. Mir hat mir mal davon erzählt, als ich ein kleiner Junge war. Seitdem halte ich die Augen offen nach einem Buddha, der leuchtet. Der leuchtende Buddha erhalten. Schöne Geschichte. Wenn ich ihn sehe, mache ich davon ein Picture. So. Und rein hier. Hier wären wir also. Das Hauptquartier der Shinsengumi liegt hinter diesem Tor. Wow, das ist aber groß. Da drin warten bestimmt ganz viele gefährliche Krieger. Auf uns wahrscheinlich. Egal. Also, haben wir irgendwelche Ninjas hinter uns, die mal eben über das Täupfen und nachschauen? Na, ich glaube nicht.
Wir sollten überhaupt nicht hineingehen. Das ist viel zu riskant. Schauen wir sie erstmal in der Umgebung um. Hauptmann, man hat Sakamoto gesehen. Er außen in ein Gasthaus am Flussufer. Möglicherweise ist er immer noch dort. Zu den Waffenmännern. Jawohl. Das ist also der Sitz des Shinsengumi. Ziemlich karge Einrichtung, Leute. Habt ihr noch nie von Tapeten gehört? Ich dachte mir schon fast von der Sprache her, das müsste er sein. Was zum... Wer ist das? Kompressionsmodus. Was hat das zu bedeuten? Ah! Schlurp. Hauptmann, wie... Was ist passiert? Gedankenkontrollmodus. Ah, mein Kopf! Was macht er mit uns? Und neue Klamotten. So, hergehört. Ich bin Kondo Isami, Hauptmann und Anführer der Shinsengumi. Und ihr Pack. Ihr seid meine Untergebene. Ist das klar? Ja, Hauptmann. War mir klar, dass ihr das sagt. Bist du ein Psycho? Sitzt der Shinsengumi, erster Stock. Nicht mehr lange. Dann gehört deine Kraft mir. Eindeutig Okita. Uff, Hust, Stöhn. Nein, ich darf jetzt nicht aufgeben. Nicht so lange Sakamoto Ryuma noch lebt. Ich muss ihn besiegen. Kuckuck, na sowas. Da habe ich ja wohl einen vergessen. Wer bist du? Ich bin? Ich bin Hauptmann Kondo. Erkennst du mich nicht? Das ist wohl ein Witz. Was wird hier gespielt? Gedankenkontrollmodus. Das wird gespielt. Der ist echt extrem krass gefährlich. Was war das? Dieses Gefühl. Bist du etwa ein Magier? Ah, das klappt nicht, okay. Ganz schön harter Bursche. Bei dir funktioniert meine Gedankenkontrolle nicht. Wie heißt du? Das könnte schon mal ein Anzeichen sein, dass er einen Kampfgeist hat. Cool. Okita Sochi. Ich bin der Anführer der ersten Shinsengumi-Einheit. Hä? Dachte, er wird von denen gesucht? Bin jetzt ein bisschen verwirrt. Okita? Das erklärt einiges. Das kann ja noch interessant werden. Oder haben die ihren Chef gesucht? Was meinst du da? Oh je, Mini. Also in diesem Zustand nützt mir aber nicht viel, mein Freund. Wie fühlst du dich jetzt? Kann Sanak ihn heilen? Okay, alles klar. Besser. Der Schmerz meiner Brust ist verschwunden. Ich fühle mich stark. Und genau das wolltest du doch immer. Habe ich recht? Wovon sprichst du? Wenn du tust, was ich dir sage, zeige ich dir Kräfte, von denen du nicht mal zu träumen gewagt hättest. Kräfte? Na? Einverstanden? Was willst du von mir? Ich will, dass du gegen Sakamoto Ryuma kämpfst. Den Fettsack. Was? Das wollte ja doch ihr. Kein einziger Samurai ist bisher aufgetaucht. Und Okito schon gar nicht. Vielleicht sollten wir doch nicht herumlaufen und warten.
Ich habe dir gesagt, dass Okita zu dieser Zeit krank im Bett liegen müsste. Er rennt bestimmt einfach draußen herum. Da haben wir keine Wahl, oder? Wir müssen rein und ihn suchen. Captain Okita! Oder auch nicht. Wow! Jade, du hattest recht. Es sieht ja wirklich total gut aus. Wow, ich bin schon richtig feucht. Sexy. Er sieht eher ganz normal aus. Habe ich es nicht gesagt? Tja, da guckst du, Eitor. Ich bitte Sie inständig, Captain. Sie sollten sich nicht hier draußen aufhalten. Das kann ich aber selbst noch am besten beurteilen. Was geht hier vor sich? Draußen alles aufgeregt. Es ist Sakamoto Ryuma, Captain. Er wurde in ein Restaurant am Flussufer gesichtet. Was? Dann werde ich mich umgehend dorthin begeben. Tschüss, Mädels. Jetzt lassen doch nicht einfach abhauen. Wenn krank ist, aber ziemlich flink. Folge Okita Sochi zum Restaurant. Gerne, da kann ich schon was reingehen. Einer langt. So, was hier Neues dabei? Schreibt einfach hier, wenn ihr mehr wisst. Und wenn es um Okita geht, dann will ich jedes winzige Detail, genau. Leute, Volltreffer. Wir haben sie. Die Schienen sind gummiert. Antwortet jetzt vielleicht mal eine oder was? Okita ist voll schnucklig. Meine Geschichtsromanen hatten recht. Hashtag Schmelz. Jetzt nicht gerade so. Nicht gerade hässlich, aber ich sag mal eher so oberes Mittelmaß, also. Aber gut, sind ja Teenie-Mädchen, die übertreiben da gerne ein bisschen was. So, wo ist denn hier das Restaurant? Hier. Und zack, da ist er schon. Hier ist es. In diesem Lokal wurde Sakamoto also gesichtet. Jetzt werde ich ihn töten. Das ist die Frage, will er es von sich aus oder wegen der Gedankenkontrolle? Er hatte eh einen Grund dazu, also macht das eh ein bisschen wenig Sinn, aber okay. Und rein hier. Keiner hier. Komm ich etwas zu spät? Egal. Weit kann ich nicht gekommen sein. Den kriege ich. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Los hinterher. Wenn ihr Sakamoto findet, können wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wohl mit einem Mixi-Max. Hihi. Wenn sie sich nicht schon vorher gegenseitig umgebracht haben, vergiss nicht, dass sie beide Todfeinde sind. Genau, deswegen sollten wir uns beeilen. Das war nicht so cool. Und die chillen einfach. Hier kommt der Pass. Ha! Du bist perfekt. Gar nicht schlecht. Sie sind eine Tutorette. Ha, den habe ich. Langsam haben sie echt den Dreh raus. Aha, meint ihr wirklich? Naja. Ich bin schon beweglich, als ich aussehe. Ryuma ist so glücklich. Also ich meine unseren Ryuma. Und es Herr Sakamoto ist. Ist mir jetzt wirklich Spaß zu machen. Ja, die passt ja doch ganz gut. Vielen Dank, dass Sie mich überhaupt mitspielen lassen. Ist Fußball in eurer Zeit ein sehr beliebter Sport? Sehr beliebtes Spiel? Ja. Ich glaube sogar, es ist der beliebteste Sport überhaupt. Es gibt Weltmeisterschaften und alles sowas. Es gibt es auch für Tennis, für Tischtennis, für Badminton, für was gibt es noch für Sportarten? Für Basketball. Es gibt eine für jede Sportart eine Weltmeisterschaft. Also, ist gerade so ein Aushängeschild dafür.
Weltmeisterschaften, eine Meisterschaft, die Spieler aus allen Ländern der Welt zusammenbringt. Das ist mein Traum. Oha, oho. Da knistert ja die Kameraderie. Dann kommen wir mal zum Zweck unseres Besuchs. Ob es jetzt schon klappt? Herr Sakamoto, Ryoma, wir wollen dich miximaxen. Miximaxen? Klingt toll. Klingt exotisch. Warum nicht? Namensbruder, du weißt gar nicht, was du für uns tust. Ich bin so aufgeregt. Okay. Dann gucken wir mal. Mix, Max, Miximax! Schade. Oje. Warum hat es denn nicht funktioniert? Die Sache ist klar. Die Schicke ist noch nicht so weit. Ich glaube eher, dass der andere nicht bereit ist. Bin ich nicht? Noch nicht. Stellt euch das vor wie eine Schale, in die man zu viel Wasser füllt. Was passiert? Richtig. Das Wasser läuft über. Ryoma ist also eine Schale? Moment mal. Wie war das nochmal? Ein Herz so groß wie der Ozean. Vielleicht ist meins nur so groß wie ein See. Ich bin mir sicher, dass dein Herz groß genug ist, Ryoma. Wir wissen zwar nicht genau, was damit gemeint ist, aber mit deinem Herz ist ganz sicher alles in Ordnung. Was ist denn dann das Problem? Grummel. Ah! Sakamoto Ryoma! Hoppala! Gib her! Nani? Victor, da kommen wir gerade rechtzeitig. Das war schon knapp. Was ging denn da ab? Wer ist der Kerl mit dem Schwert? Vor dir steht Okito Sochi, Kapitän der ersten Shinsengumi-Einheit. Mach dich auf deinen Tod gefasst, Samurai. Das ist Okita? Okita hat das Haus. Wollen wir uns nicht einfach mal bei einer Tasse Kaffee zusammensetzen? Und das alles nur wieder ausdiskutieren? Oder eher eine Handvoll Kaffee, so wie er es ist? Nein. Ich bin nicht hier, um dich zu... Zetze! Was wird denn das? Ich habe dir deine Gesundheit zurückgegeben, damit du ihn in einer Fußballspiel besiegen kannst. Nicht, um ihn einfach abzustechen. Sanak, du schon wieder. Du hast uns eine Gesundheit zurückgegeben? Na, das erklärt einiges. Wer bist du? Und wie kommst du an diese Uniform? Los, sag. Steht mir hervorragend, nicht wahr? Aber im Ernst, ich bin der Hauptmann der Shinsengumi. Ich bin Kondo Isami. Was? Sandak, ich habe eine Frage an dich. Damals, in China, beim Spiel mit Liu Bei, was ist da eigentlich genau mit dir passiert? War mir klar, dass du das fragst. Ich werde es frustig innerlich auf, was? Tja, ich verrate es aber nicht. Geht dich nicht an. Also, wer hat Lust auf Fußball? Mir juckt es schon in den Füßen. Lass uns endlich loslegen. Wenn wir gewinnen, überlasst ihr uns Sakamoto. Nicht euch überlassen? Tja, aber da habe ich auch ein Wörtchen mitzureden. Ich will nämlich auch mit. Jawohl, Ryoma ist im Doppelpack. Wenn ich eh wäre, würde ich jetzt schon weglaufen. Wir müssen also gegen Okita Sochi spielen? Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Psst, wunderbar.
können wir nicht einfach so mit dem Miximaxen, ohne eine Auseinandersetzung. Unter diesen Umständen könnte das schwierig werden. Also kommt jetzt ein kleines Match. Victors und Arians Gruppen sind nun wieder vereint. Wie gesagt, Sakamoto hat ein 5 vs 5 Team hinzu. Okay, das Match mache ich noch. Wo ist er denn? Sakamoto. Ryoma Sakamoto. Ein großer Mann mit großem Appetit und eine Vision 4 neues Japan. Ausdauer Ultra Plus. Gut 92. Keine Technik und ein. Doch Mittelfeldspieler. Doch, das ist eher Verteidiger. Gut, Abwehr 52 wäre nicht gerade so krass. Gut, dann. Ah, stimmt, genau. Ich muss ja was machen hier. So, dann kommt der vier. Fey raus. Und Sakamoto rein. Gut, das spielen wir noch und dann. Was das für heute? Coole Mucke. Eckhard war Katvira Panka und Okita. Okitas Bande. Er fängt es super an. Nein, ich muss ihn abfangen. Und hergegrätscht. Oder auch nicht. Mann, ist der schnell. Mein allererstes Fußballspiel. Als würde ich das schon ewig machen. Das muss an seiner Axtkraft liegen. Hey Okita, du bist gar nicht schlecht. Mit Schmeicheleien wirst du dein Schicksal auch nicht entgehen, Sakamoto. Ganz ruhig. Peter Faust regelt das schon. Gut, könnte knapp werden, wenn er den Technik ersetzt. Tut er nicht, also passt schon. Den habe ich. Können wir überspringen oder auch nicht. Schade. Weg damit. Schalten, wer bin ich? So. Und ran hier. Geht doch ran hier. Oh, fangen. 52. Null Problemo. Ah, weg damit. Goldie Sunshine. Sunshine Power. Kritisch, aber hat geklappt. Rechts. Verdammt ich doch. Brandpfeilbohrer. Achso, das stimmt. Habe ich schon mal gesehen irgendwo. So. Von der Sprint. Durchgesprintet. So. Hierher. Lieber nicht. Luftikus. Ha! Super durchgesetzt. Und schwupps. Vorbeigemogelt. Oh, Kampfgeist. Wahrscheinlich der Torwart. Gut, dann. Sakamoto. Lancelot. Genau. Überirdische Koloss-Gigante. Guck mal, was anderes. So, versuche ich es selbst. Ja, warum nicht? Ich versuch's mal. Schaden kann's ja nicht. Die gerade die krasseste Schusstechnik, aber. Er ist schon mal ein bisschen erschöpft. Gigantenzange. Oh, ziemlich stark. Aber kein Ding. Oder vielleicht doch. Federpost? Weg damit. Und wenn der schon mal fliegt, mache ich mal das Tor sicher. Chippe Maximov Liu Bei. So. Ist auch schon mal geregelt. So, Kita. Frisst das. Eierkuchen.
der Winkel passt. Oh. Verloren. Da ging die Zeit schnell aus. Ich habe noch eine zweite Chance, oder? Game over. Aufgeben ist keine Option. Wir müssen es neu versuchen. Ah. Na gut. Dann machen wir das einfach im nächsten Part. Versuch Nummer 2. Siege Okita Sochi. Gut. Also wie gesagt, das gibt es dann im nächsten Part. Ich denke, storytechnisch, dass wir dann fast schon am Ende wieder sind, oder? Hier in der Mitte noch. Victor und seine Gefährten sind auf dem Weg zum Sitz der Shinsengumi, um Okita Sochi aufzuspüren. Wird ihnen das gelingen? Wird ihr schon fast am 4. oder fast schon am 5. sein? Okay, gut, dann wird es wahrscheinlich noch später ein großes Match geben. Wahrscheinlich wieder gegen Sanaks Mannschaft. Das hätten Spaß. Also, ich sage mal danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.